In einer sturmgepeitschten Nacht vor rund 100 Jahren hetzte das junge Geschwisterpaar Gladys und George Miller durch einen düsteren Wald. Das Schicksal hatte das Schiff ihrer Eltern vor der Küste Transsilvaniens kentern lassen. Und sie hatten sich auf eine Insel, die wie aus dem Nichts plötzlich erschienen war, gerettet. Sie hatten geglaubt, im Tod von der Schippe gesprungen zu sein. Doch sie hatten sich geirrt. Denn sie waren auf dem Eiland des Bösen gestrandet. Auf Draculas Todesinsel. Ich kann nicht mehr, George. Der Alte ist einfach zu schnell. So, warten Sie doch auf uns. Bitte. Halte durch, Gladys. Er hat doch gesagt, es ist nicht weit bis zu seiner Hütte. Dort sind wir in Sicherheit. Wir hätten Vater und Mutter nicht im Schloss zurücklassen dürfen. Die Bestien haben sie geholt. Es ist zu spät für sie. Wir aber leben noch und ich lasse nicht zu, dass dir was passiert, Schwesterchen. Doran! So, warten Sie doch auf uns. Wir wissen doch nicht, wo Ihre Hütte ist. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind doch so jung. Sie schaffen das schon. Sie sind immer noch hinter uns her. Oder, George? Ich sehe sie nicht mehr. Aber ich spüre sie. Wir sind bald da. Was sind das nur für Menschen auf dieser Insel? Menschen, die Blut trinken. Bitte, bring mich fort von hier. Versprochen, Schwester Ed. Moment. Siehst du Doran noch? Nein. Aber er war doch eben noch... Doran! Mr. Doran! Sie wollten uns doch helfen! Kommen Sie zurück! Wo sind Sie? Sie können uns doch nicht einfach allein lassen! Sei leise, George! Ich rufe! Oh Gott! Ich glaube, ich habe etwas gehört! Hinter uns! In den Bäumen! Das war nur der Wind! Aber wir dürfen nicht stehen bleiben! Komm schon! Wo wollt ihr hin, meine Lieben? Es war unartig von euch fortzulaufen. Eure Eltern haben sich schon Sorgen gemacht. Der große, hagere Mann mit den blutunterlaufenen Augen war aus dem Nichts heraus vor ihnen erschienen und versperrte den Geschwistern den Weg. Als sie eine Bewegung hinter sich spürten, fuhren Gladys und George herum. Vater, Mutter, ihr lebt! Ich bin so froh, euch zu sehen. Ich dachte, sie hatten euch getötet. Vater! Nein! Lauf, Gladys! Geh einfach! Bist du nicht ihre Zähne? Weg hier! Lauf die! Nein! Nein! Bis! Feuer! Ich bin doch... Mein Lieb. Was zappelt ihr nur so herum, Kinder? Eure glückliche Familie ist doch nun endlich wieder vereint. Eleanor Greist wusste, was sie hinter der Tür erwarten würde. Schon zu oft hatte sie die Schwelle überschritten. Doch auch dieses Mal konnte sie der Macht nichts entgegensetzen, die sie immer wieder in den dunklen Raum zog, der nur von fahlem Kerzenlicht erhellt wurde. Mein Kind, du hast mich im Stich gelassen. Aber ich habe dir verziehen. Denn ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden. Sehr bald schon werde ich dich wieder in meine Arme schließen, meine kleine, geliebte Eleanor. Ganz ruhig, mein Schatz. Ruhig. Du hattest nur einen Albtraum. Wir sind über den Wolken und fliegen in den sonnigen Süden. Ja, es war wohl zu erwarten, dass du noch ab und an von deinem Vater träumen würdest. Das war alles doch zu heftig, was wir damals erleben mussten. Ich habe vergessen, meine Medikamente vor dem Flug zu nehmen. Verzeih mir, Peter. Es tut mir so leid, was du mit mir durchmachen musst. Och, das ist doch Unsinn, Liebes. Wir sind keine Übermenschen. Es ist doch ganz klar, dass dich das belastet. Aber wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Auch wenn wir sie gerne ändern würden. Ist alles in Ordnung, Frau Greist? Kann ich Ihnen etwas bringen?
Geben Sie meiner Frau bitte ein Glas Wasser, Stewardess. Ah, da kommt ja auch Professor Brighton. Dann kann ich dich ja mal ganz kurz alleine lassen. Ich bin gleich zurück, ja? Ist gut, Peter. Oh, ich wollte Sie nicht aus Ihrem Sitz vertreiben, Herr Griest. Geht es Ihnen gut, Eleanor? Sie sehen sehr blass aus. Nur ein Albtraum, Professor. Sie hat vergessen, ihre Medizin zu nehmen. Nochmals vielen Dank für Ihre Einladung nach Venedig. Das ist das Beste, was Eleanor und mir passieren konnte. Ich brauche nur mal eine Zigarette und den Rauch will ich Eleanor lieber ersparen. Den verträgt sie nicht so gut. Leisten Sie also bitte so lange Gesellschaft. Aber nichts lieber als das, Herr Griest. Nach diversen Flugstunden sehnt man sich nach einer anregenden Konversation. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Werde ich, aber nicht zu viel. Nun, Eleanor? Ich glaube, ihr ahnt etwas, Professor. So lange habe ich mich bemüht, mir nichts anmerken zu lassen. Aber wenn die Träume kommen wollen, dann kommen sie. Armer Peter. Er hat so gehofft, dass ich endlich gesund werde. Dass mich die neue Medizin von den Visionen heilen kann. Und wir nach all den schweren Jahren aus dem Schatten des Todes treten und unsere Liebe endlich leben könnten. Nun, das Theater mit der Medizin können wir wohl einstellen, Eleanor. Es ist bewundernswert, wie Sie sich um Ihren Mann sorgen. Aber meine Verantwortung erstreckt sich in erster Linie auf den Heilungsprozess Ihrer Wunden. Und die sind nun mal seelischer und nicht physischer Natur. Umso schwerer sind sie zu erkennen. Deshalb habe ich Sie auf diesen Flug eingeladen. Sie und ich wissen, dass es zu Ihrer Therapie gehört, dass Sie die damals so dramatisch unterbrochene Reise nach Venedig beenden. Und ich werde Ihnen dabei helfen, mit der Vergangenheit endlich abzuschließen. Ja, das schulde ich Ihrem seligen Vater. Sie waren nie einer Meinung, aber er hat Sie immer respektiert und sich auf die leidenschaftlichen Debatten mit Ihnen gefreut. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Obwohl Professor Dark, aber das ist Ihnen ja wohl nicht unbekannt, eine höchst umstrittene Persönlichkeit in wissenschaftlichen Kreisen war. Ich will auch gar nicht verhehlen, auch wenn man über Verstorbene nichts Schlechtes sagen soll, dass ich ihn in erster Linie für ihren traumatisierten Zustand verantwortlich mache. So fanatisch, wie er seine Kollegen von der Existenz des Übernatürlichen zu überzeugen versucht hat. Kein Wunder, dass seine starke Persönlichkeit auf sie abgefärbt hat. Es ist wahr, nie leicht. Na, dabei ist die Wissenschaft längst weiter. Natürlich gibt es Monster, Werwölfe und Vampire. Aber sie existieren nur in uns Menschen. Sie sind unsere dunklen Triebe und Ängste. Nicht mehr und nicht weniger. Und man kann sie zügeln und bändigen. Ihr Vater aber hat sie kultiviert. Und Sie, meine verehrte Eleanor, nutzen sie als Katalysator, um das schreckliche Schiffsunglück und den damit verbundenen Verlust Ihres Vaters für sich emotional begreiflich zu machen. Auch wenn diese Seelenvampire Sie mehr und mehr verblassen und ausbluten lassen. Sie sind eine schöne Frau und haben Ihr Leben noch vor sich. Ich werde Ihnen helfen, den Weg in die Realität zurückzufinden. Das verspreche ich Ihnen. Ich danke Ihnen. Nicht nötig, Eleanor. Oh nein, sie verfolgt mich. Wie bitte? Die Frau auf dem Fensterplatz gegenüber. Schon vor dem Flug, schon in der Wartehalle, stand sie ständig hinter mir und jetzt sitzt sie so nahe. Ich dachte, da säße jemand anderes. Sie sieht mich an. Ja, ich sehe dich an. Tief in dich hinein sogar. Ich weiß, wer du bist, Schwester. Haben Sie sie gehört, Professor? Was will sie nur von mir? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Eleanor. Die Frau hat nichts gesagt. Ich werde langsam wirklich verrückt. Beruhigen Sie sich bitte. In einigen Stunden werden wir in Venedig landen. Schon beim Anflug werden Sie sich bedeutend besser und klarer fühlen. Sie werden sehen.
Peter Greest hatte sich im vorderen Teil der Maschine auf einem bequemen Sitz niedergelassen und rauchte gedankenverloren eine Zigarette. Seine Ruhe währte jedoch nur kurz. Du findest meine Marie wunderschön, nicht wahr? Begehrenswert. Mit Sicherheit tust du das. Sonst würdest du ihr nicht ständig auf die Brüste starren. Aber nein, verzeihen Sie, aber ich habe Ihrer Frau ganz gewiss nicht auf... Sehen Sie, ich lese in der Heiligen Schrift auf Lateinisch. Das beansprucht meine ganze Aufmerksamkeit. Willst du damit sagen, du Rotzlöffel, dass meine Marie nicht das Schönste ist, was dir je vor die Augen gekommen ist? Was bist du denn für eine Sorte Mann? Lass den Kleinen doch in Ruhe, Ben. Der ist doch noch feucht hinter den Ohren. Aber irgendwie ganz niedlich. Hörst du, Bubi? Sie findet dich niedlich. Und du versteckst dich hinter dieser alten Schwarte. Die Bibel. Ich studiere Theologie, weil ich Pfarrer werden möchte. Mein Name ist... Pfarrer? So, so. Das ist doch was für Feiglinge, die nicht Manns genug sind, das pralle Leben auszukosten, bevor sich der Sargdeckel über ihnen schließt und der liebe Gott sie in sein Paradies hereinlässt. Oder auch nicht. Alles Humbug. Glaub mir, ich verstehe was von Machterhalt. Bin selbst fast so reich wie die Kirche, aber keine Bange. Dein Onkel Ben wird dir helfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Stewardess, einen großen Bourbon ohne Eis, bitte. Kommt sofort, Herr Fischer. Ja, nicht für mich. Für den Langweiler da. Geht auf meine Rechnung. Danke sehr, aber ich trinke nicht. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ah, da kommt er ja schon. Der Bourbon, bitte sehr. Danke, aber wie ich schon sagte... Du hast mir gar nichts zu sagen und bisher auch nichts gesagt. Jedenfalls nicht das, was du meiner Marie wirklich sagen wolltest, als du sie mit deinen Blicken ausgezogen hast. Na komm, trink schon. Das lockert die Zunge. Es ist genug, Ben. Du hattest deinen Spaß. Spaß? Ich hab noch gar nicht richtig angefangen. Du und der. Das könnte doch ganz unterhaltsam werden. Also stürz das Glas schon runter, Junge, bevor ich dir den Bourbon einflößen muss. Hey. Hey, was soll das? Sehr gut. Ausgezeichnet sogar. Der junge Herr wollte nicht und da dachte ich mir, bevor das edle Getränk verkommt... Eine bodenlose Frechheit, sich hier einfach einzumischen. Wer sind Sie überhaupt? Greest. Peter Greest. Und Sie haben meine stille Rauchpause gestört, Herr... Wie war doch gleich der Name? Einem wie Ihnen muss ich mich doch nicht vorstellen. Dass Sie mich nicht kennen, ist Armutszeugnis genug. Angenehm, Herr Greest. Ich bin Christopher Cushing. Und dieser Herr ist der Großindustrielle Benjamin Fischer. Ach, Sie sind das. Auf den Zeitungsfotos wirken Sie irgendwie größer. Liegt's am Schuhwerk? Freut mich, Christopher. Sparen Sie sich Ihre Überheblichkeit, Greest. Ich bin quasi der Motor des Fortschritts in unserem Land. Dass wir hier so sicher durch die Wolken gleiten. Was glauben Sie wohl, aus wessen Werken dieses Flugzeug stammt, das uns so sicher und komfortabel am Himmel hält? Keine Ahnung, aber Sie würden es mir sicher sagen, wenn ich Ihnen weiter zuhören würde. Wie heißt die Dame an Ihrer Seite? Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Ach, fahren Sie doch zur Hölle, Greest. Ich dachte, Sie glauben nicht an Himmel und Hölle, Herr Fischer. Haha, guter Konter, Christopher. Nun, dann werde ich mal zurückgehen zu meiner Frau. Verdammte! Was ist das? Was ist denn plötzlich mit dem Flugzeug los? Das nennen Sie also sicher durch die Wolken gleiten, Fischer? Wir stürzen ab. Ich muss zu Elinor. Elinor, ich komme! Peter, hilf mir! Oh, Marie, stütz dich am Vordersitz ab! Halt dich fest! Ich hab Angst, Ben! Ben, halt mich! Bitte sag mir, dass wir nicht sterben werden! Bitte, bitte! Uns passiert schon nichts! Wir kommen hier raus! Wir kommen ganz sicher hier raus! Elinor, ich bin bei dir! Elinor, Kopf runter! Wir setzen jeden Moment auf! Ich liebe dich! Eine ich liebe dich auch! Peter. Aber doch, hey, lass meine da. Hand nicht los! Wir gehen ein bisschen tiefer! Thank you.
Flugzeug kann jeden Moment komplett in Flammen aufgehen und explodieren. Ach, Eleanor? Wo ist Eleanor? Hören Sie auf, Professor. Ich bin wach. Sie ist bereits draußen. Ich habe sie vor Ihnen ins Freie geschafft. Wir hatten unglaubliches Glück. Denn die meisten von uns. Aber sehen Sie selbst. Kaum zu glauben, dass das mal Menschen waren. Der Pilot... Keine Chance. Das Flugzeug ist mit der Schnauze direkt in eine Felswand gekracht. Es grenzt an ein Wunder, dass überhaupt jemand überlebt hat. Aber jetzt kommen Sie endlich. Ihre Frau erwartet uns. Lebend. Schon gut. Und Sie sind sicher, dass die alle hier... Die sind mausetot. Sehen Sie das nicht? Die Stewardess. Sie lebt. Was ist passiert? Ich kümmere mich schon um die Stewardess, Professor. Klettern Sie voraus. Der Rauch wird immer dichter. Als sich Peter Greest mit der offenbar nur leicht verletzten Stewardess aus der Maschine zwängte und schließlich festen Boden unter den Füßen spürte, fiel sein Blick sofort auf die kleine Schar Überlebender. Einige von ihnen redeten verstört miteinander, während andere apathisch ins Leere starrten. Neben Professor Brighton und Eleanor erkannte er noch den Großindustriellen Benjamin Fisher, seine Gespielin Mary Björklund, den Theologiestudenten Christopher Cushing und eine fremde Frau, die sich im Hintergrund hielt. Warten Sie, Herr Greest. Ich helfe Ihnen mit der Frau. Stützen Sie sich auf mich. Danke, Christopher. Ich glaube, sie ist doch schwerer verletzt, als ich dachte. Sie hat wohl eine schwere Gehirnerschütterung. Danke. Mir geht's gut. Ja, ich kann alleine gehen. Sehr ritterlich von dir, Kleiner. Aber wie du siehst, reicht einfach nett und edel sein bei den Weibern nicht aus. In Wirklichkeit wollen die nur den Macher. Den ungebremsten Krieger, der sich nimmt, was er will. Oder den prallen Geldbeutel. Aber am besten natürlich beides. Können wir nicht von etwas anderem reden, Ben? Wir haben gerade einen Flugzeugabsturz überlebt. Wir wissen noch nicht einmal, wo wir sind. Es ist bitterkalt. Und außerdem sind wir nicht mehr allein. Oh. Du meine Güte, das sind Wölfe. Gleich haben sie uns umzingelt. Da führt ein Pfad in den Wald. Der Weg ist noch frei. Sie haben recht. Schnell. Wenn wir hier bleiben, zerreißen uns die Bestien. Kommen Sie, schneller! Ich kann nicht mehr! Wir müssen! Und wir schaffen es! Mit Geduld und Spucke, oder wie? Diese blöden Berufsoptimisten! Ich habe Lichter gesehen. In der Nähe gibt es sicher ein Haus und Menschen. Ja, ich auch gerade. Ein Licht! Ben! Oh, meine Füße! Ich kann nicht mehr! Es ist nicht mehr weit. Wenn es nicht mehr weit ist, kannst du auch locker noch selbst gehen. Wir müssen diesen blöden Wölfen entkommen. Was sind Sie nur für ein... Ach, den gar nicht, Liebes. Miss Björklund, wir schaffen das. Nur nicht aufgeben. Komisch. Ich höre die Wölfe gar nicht mehr. Wo ist eigentlich die Stewardess? Ich weiß nicht. Sie war gerade noch... Allmächtiger. Die arme Stewardess. Aber sie war doch nicht so weit hinter uns. War das eben ein Pfiff? Das hieße ja... Nein, ich habe mich sicher getäuscht. Wer zu langsam ist, den bestraft das Leben. Und jetzt weiter. Ich verdammter Idiot! Ich werde ihn... Na los! Verlieren Sie mal die Beherrschung vor Ihrer süßen Frau. Peter, nicht! Nicht, Herr Greest. Er soll es nur wagen. Ich verklage ihn, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Die Wölfe können gleich zurückkommen. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Sie haben recht.
Da vorne sehe ich eine Hütte zwischen den Bäumen. Wir haben es fast geschafft. Rauch kommt aus dem Schornstein. Oh, Gott sei Dank. Dann ist dieser Albtraum ja bald vorbei. Peter! Oh nein. Das kann doch nicht... Das kann doch unmöglich wahr sein. Das ist einfach unmöglich. Es muss eine Täuschung sein. Es muss... Wir träumen wieder, wie nach dem Schiffsuntergang. Genauso, wie es dir Professor Brighton erklärt hat. Es war nie ein Traum, Peter. Ich verstehe, warum du dir das einzureden versuchst. Aber wir können unserem Schicksal nicht entkommen. Wovon fasern die beiden? Vor dem Haus stehen Särge, aber was soll's? Das Geschäft mit den Toten ist ein einträgliches. Und drinnen gibt's sicher genug Feuerholz. Ich hab Angst, Ben. Jetzt beruhigen wir uns alle erstmal und sehen nach, ob uns jemand hereinlässt. Hier draußen werden wir auf alle Fälle angegriffen. Wenn nicht von den Wölfen, dann von einer Lungenentzündung. Also, bitte. Hallo? Ist jemand da? Die Tür. Sie ist nur angelehnt. Ich wüsste trotzdem zu gerne, warum Ihre Frau plötzlich so kreidebleich ist, Herr Griest. Sie glaubt, dass wir wieder in seiner Todesfalle gelandet sind. In seiner Todesfalle? Und was bedeutet wieder? Ja, es sieht ganz so aus wie damals. Wir befinden uns in der Todesfalle Draculas. Auf seiner Schreckensinsel. Das prasselnde Feuer im Kamin spendete den durchgefrorenen Überlebenden wohlige Wärme. Und das karg, aber gemütlich eingerichtete Innere der Hütte gab den meisten Anwesenden ein Gefühl der Sicherheit. Jedenfalls bis zu dem Augenblick, als Peter Griest seinen Bericht über die grauenvollen Geschehnisse auf Draculas Insel begann. Er tat sich sichtlich schwer damit. Nur mit knapper Not waren Eleanor und er damals den Vampiren entkommen. Würde es ihnen ein zweites Mal gelingen? Ich muss mich bei meiner Frau entschuldigen. Eleanor, du hast dich der Hölle, die wir erlebt haben, gestellt. Ich habe sie bis heute einfach weggeschoben, weil einfach nicht wahr sein konnte, was nicht wahr sein darf. Und jetzt sind wir wieder hier. Aber diesmal wissen wir, was auf uns zukommt. Und jetzt... können wir uns vorbereiten? Wir müssen mit vereinten Kräften diese Nacht überstehen und dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Das Schloss sollten wir auf alle Fälle meiden. Dort lauern einfach zu viele Vampire, die wir unmöglich alle vernichten können. Vampire? Die Schattenwesen? Die Nicht-Gestorbenen? Es gibt sie also wirklich? Aber mit der Kraft des Kreuzes kann man sie doch abwehren, wenn ich sie richtig verstanden habe, Herr Griest. Ich denke, wir sollten hier nichts überstürzen. Bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass hier übernatürliche Kräfte am Werk sind. Gewiss, dass Sie, Eleanor und Peter, zum zweiten Mal auf dem Wege nach Venedig ein furchtbares Unglück überleben und sich dann auch noch an einem Ort wiederfinden, der gewisse Erinnerungen weckt, das ist in der Tat ungewöhnlich. Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich, Professor? Sie sind doch selbst hier. Wirkt das alles hier unmöglich? Vampire und dieser Graf, von dem Sie uns erzählt haben, sind es aber. Sie haben da damals sicher nur diese Berichte eines Jonathan Harker in den Zeitungen durch die schreckliche Tragödie des Schiffsunglücks mit der Realität vermischt. Wir sollten uns nicht in Fantasien flüchten, sondern unsere Kräfte für den morgigen Tag sammeln. Dann müssten wir erkunden... wo wir uns eigentlich befinden und wie wir uns bemerkbar machen können,
damit uns ein anderes Flugzeug oder ein vorbeifahrendes Schiff entdecken kann. Wir sind auf einer Insel vor der Küste Transsilvaniens, Professor. Auf einer Insel, die niemand sehen kann. Weder aus der Luft noch von der See aus, bis es für ihn zu spät ist. Das Einzige, das uns retten kann, ist die Flucht bei Tag. Sag doch auch mal was, Ben. Ich halte dieses Gerede über Vampire nicht mehr aus. Dieser Kapitän, der ihr Schiff bei der ersten Reise absichtlich kentern ließ, war also ein künstlicher Mensch. Habe ich Sie da richtig verstanden? Kapitän Humunk, ja. So nannte er sich. Und er war ein künstlicher Mensch, dem man aber nicht ansah, dass er kein echter Mensch gewesen ist, richtig? Das stimmt, Herr Fischer. Er sah lebensecht aus und verhielt sich auch so. Doch unter seiner Gummihaut kam Eisen zum Vorschein. Und jetzt, wo Sie es sagen, jeder von uns könnte ein Homunculus sein, wenn es das ist, worauf Sie hinaus wollten. Ah, in gewisser Weise schon. Und dieser Graf Dracula, von dem Sie sprachen, er hat diesen Kapitän Humunk geschaffen. Faszinierend. Ich muss den Mann kennenlernen und ihm ein Angebot unterbreiten, das er sicher nicht ausschlagen wird, bevor mir noch ein anderer zuvorkommt. Ein künstlicher Mensch. Ich muss Ihnen ja wohl nicht erklären, wie nachhaltig sich so eine bahnbrechende Erfindung auf Industrie und militärische Aufrüstung auswirken könnte. Ah, das ganz große Geschäft. Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Fischer. Haben Sie mir vorher nicht zugehört? Dracula ist ein Teufel, ein Vampir, ein Blutsauger. Auch Sie müssen doch in der Presse von ihm gelesen haben. Ach, ich gebe nicht so viel auf das, was diese Schmierfinken über einen Mann von Einfluss schreiben. Ein Blutsauger. So, so. Da hat man mich schon schlimmer tituliert. Sie können das in Ihrer Beschränktheit sicher nicht verstehen, Greased. Aber allein schon die Vorstellung von künstlichen, fleißigen Arbeitsbienen am Fließband, die rund um die Uhr ohne zu murren malochen und dafür nicht mal monatlich entlohnt werden müssen. Bitte, Ben. Oder bis an die Zähne bewaffnete künstliche Soldaten, die ohne Fragen zu stellen jeder gegnerischen Armee entgegenmarschieren und sie mit bloßen Händen zerfetzen. Und dieser Graf, was macht der? Sitzt auf einer entlegenen Insel, die keiner kennt, und hält doch die Macht in den Händen, die unser 20. Jahrhundert von Grund auf erneuern und formen könnte. Na, dem werde ich mal Vernunft beibringen. Komm, Marie, wir gehen zum Schloss. Da schläft sich's auch sicher bedeutend angenehmer als in dieser windschiefen Hütte. Tun Sie das nicht, Fischer. Gehen Sie mir aus dem Weg, oder ich schlage Sie nieder, Greased. Jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder. Ich kenne die Geschichten um den Grafen Dracula und habe darüber leidenschaftlich mit meinem Kollegen Professor Dark, dem seligen Vater Eleanors, gestritten, um es kurz zu machen. Gewiss mag dieser Graf eine exzentrische Erscheinung sein, aber dass sich mein werter Kollege von dieser Rufmordkampagne hat mitreißen lassen, empfand ich schon damals, ja, es tut mir leid, Eleanor, beschämend. Ich weiß, dass es für Außenstehende schwer sein muss. Mit Sicherheit, Eleanor. Aber bisher können wir eben nicht mit Gewissheit sagen, dass es einen Grafen oder ein Schloss auf dieser Insel gibt. Was sehr wohl da draußen lauert, ist ein Rudel blutrünstiger Wölfe, die bereits eine wehrlose Frau zerrissen haben. Ich möchte Sie also dringend bitten, Herr Fischer, um Ihre und der Sicherheit Ihrer Begleitung willen, die Nacht hier mit uns in dieser windschiefen Hütte zu verbringen. Sollte hier wirklich das Geschäft Ihres Lebens auf Sie warten, so können Sie es auch noch morgen abschließen. Ben, bitte, lass uns bleiben. Er hat recht. Die Gefahr, die von den Wölfen ausgeht, ist zu groß. Bitte, nur diese eine Nacht. Ich kann Sie nicht leiden, Professor. Aber der Punkt geht an Sie. Wir müssen Wachen aufstellen. Nur so überstehen wir die Nacht bis zum Sonnenaufgang. Wir müssen die Hütte verbarrikadieren und wir dürfen auf keinen Fall jemanden in die Hütte... Peter, hast du das Lachen gehört? Ich habe nichts gehört, Eleanor. Von wo kam es denn? Oh, verzeihen Sie bitte, das wollte ich nicht.
Ich habe nicht gemerkt, dass sie direkt hinter mir stehen. Aber ich wollte schauen, woher das lag. Es hat nicht wehgetan. Aber er ist nicht mehr da, Eleanor. Woher kennen Sie meinen Namen? Ach ja, natürlich, Sie haben ihn vorhin gehört. Wie war noch mal der Ihre? Ach, wir kennen uns doch schon, meine liebe Eleanor Greist. Wirklich? Ich kann mich nicht erinnern. Woher... Du kennst mich aus deinen Träumen, Eleanor. Ein Wort zu den anderen und ihr seid alle tot. Und jetzt leg dich schön schlafen und lass dir nichts anmerken. Peter Greist und Professor Brighton hatten die erste Wache übernommen. Sie hielten je ein selbstgezimmertes Holzkreuz in ihren Händen, als sie aus den beiden kleinen Fenstern neben der Tür nach draußen spähten. Sie lauschten nach allen Geräuschen, die vor der Hütte zu hören waren. Keiner von beiden konnte verhehlen, dass sie der drückenden Stille der Nacht nicht trauten. Langsam wird es Zeit für die Wachablösung. Finden Sie nicht auch, Peter? Ich werde gleich mal diesen unangenehmen Fischer aus den Federn scheuchen. Und es wäre wohl besser, wenn der junge Cushing gleich mit aufpassen würde. Danke, dass Sie das mit dem Holzkreuz akzeptiert haben. Auch wenn Sie nicht an Vampire glauben, Professor. Für Eleanor. Nur für Eleanor, mein lieber Peter. Ach, verdammt, ich müsste mal austreten. Warten Sie bitte noch, den Moment kann Fischer noch schlafen. Ich werde schnell nach draußen gehen, hier gibt es ja leider keine Toilette. Sind Sie sicher? Ich meine, die Wölfe da draußen? Ja, ich bin mir sicher. Und es hört sich so an, als wären die Wölfe ein gutes Stück entfernt. Ich bin sofort zurück. Halten Sie dabei bitte weiterhin die Augen und Ohren auf, Professor. Also gut, mache ich. Aber passen Sie bitte gut auf sich auf. Nicht, dass die Wölfe... Ich gebe schon Acht und ich bin sofort zurück. Greist? Alles in Ordnung bei Ihnen? Peter? Alles bestens, Professor. Ich bin nur gestolpert. Holen wir die Ablösung. Ich bin todmüde. Kurz darauf befand sich die zweite Wache auf ihrem Posten. Obwohl ihm der junge Theologiestudent Christopher Cushing zur Seite gestellt wurde, bestand der Großindustrielle Benjamin Fischer darauf, dass ihm seine Lebensgefährtin Mary Björklund ebenfalls während der Wache Gesellschaft leistete. Da sie ahnte, dass ihr Lebensgefährte seine ganz eigenen Pläne schmiedete und sie ihn als einzige vielleicht von Dummheiten abhalten könnte, stimmte sie zu. Haben Sie das auch gehört? Was sollen wir gehört haben? Das Geräusch aus dem Zimmer hier drüben. Du hörst wohl schon Geister, was, Bübchen? Wissen Sie was? Ich schau einfach mal nach und Sie beide können bleiben, wo Sie sind. Danke, Christopher. Das ist lieb. Ja, tu, was du nicht lassen kannst, Kleiner. Wir sind ja erwachsen und kommen schon zurecht. In 2 Monaten werde ich... Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert? Geh mal um die Ecke, Vampirjäger spielen. Dieser ganze Quatsch scheint dir ja zu gefallen. Puh, weg ist er. Ich ahne, was du vorhast, Ben. Und es gefällt mir nicht. Wir warten noch ein bisschen und dann machen wir uns auf die Suche nach diesem Schloss. Du und ich. Wir werden nachher in trächtigen Gewändern nächtigen. Und wenn ich mit diesem Grafen das Geschäft meines Lebens abschließen werde, soll es dein Schaden nicht sein. Du bist unverbesserlich. Das gefällt dir doch so an mir. Na, komm mal her, du. Der junge Christopher war von dem Gefühl beseelt, endlich seine Bestimmung gefunden zu haben. Der Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Ganz von dieser Vision ergriffen, betrat er den Nebenraum, aus dem er geglaubt hatte, ein Geräusch gehört zu haben. Er sah sich um und bemerkte erst recht spät,
dass sich ihm aus einer dunklen Ecke ein bleiches Mädchen mit leisen Schritten näherte. Mir ist so kalt. Oh, wo kommst du denn her? Du hast mich ganz schön erschreckt. Entschuldige, das wollte ich nicht. Ich bin aus dem Wald in diese Hütte geflohen. Und du gefällst mir. Wer bist du? Bitte, lass das Kreuz liegen. Wie? Wieso? Weil ich dir sonst nicht so nahe kommen kann, wie ich will. Um dich zu küssen, Christopher. Du bist noch nie mit einem Mädchen zusammen gewesen, richtig? Das macht nichts. Ich auch noch nicht mit einem Jungen. Ich bin übrigens Gladys. Du bist wirklich wunderschön. Aber ein Vampir. Stimmt doch, Gladys? Na und? Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht auch nach der warmen Haut eines Mannes sehen kann, ohne gleich an sein Blut zu denken. Die Älteren denken vielleicht so. Aber du doch nicht, oder? Ich weiß nicht. Du bist doch ein Wesen der Finsternis, eine Untote. Sag das bitte nicht so hässlich, Christopher. In Wahrheit bleib ich ewig jung und schön. Das könntest du auch, Christopher. Vielleicht... Nein, ich muss stark bleiben. Nein! Nimm das Kreuz wieder runter, Christopher. Weiche von mir! Im Namen des Herrn! Verdammte! Störe ich, Kleiner? Was machst du für einen Radau? Das bist nicht wirklich du! Christopher, denk an mich! Dann sehen wir uns wieder! Tut mir leid, wenn ich deine kleine Freundin verscheucht habe. Sah ganz appetitlich aus. Lass das, Ben. Was wird aus unserem Plan? Ach, was soll's. Ich bin müde und bald wird es hell. Soll sich doch dieser Greased um die Wache kümmern. Ich leg mich hin. Wir sollten frisch sein, wenn wir später dem Grafen begegnen. Dem Grafen Dracula? Sie wollen wirklich zu ihm? Ja, aber halt die Klappe, Bubi. Oder ich erzähle den anderen von der Süßen im Nachthemd, die dich am Wickel hatte. Glaube kaum, dass das deinem Idol und Freund Peter gefällt. Schon gut. Die ersten Sonnenstrahlen des angebrochenen Morgens hatten noch nicht einmal begonnen, neue Hoffnung in den kaum ausgeruhten Reisenden zu wecken. Da rüttelte es bereits energisch an der verrammelten Hüttentür. Öffnet, Verfluchte! Oder ihr werdet es büßen. Das ist mein Haus. Ich mach schon auf. Aber das ist doch... Was fällt Ihnen ein, mich einfach auszusperren und... Moment, wir kennen uns doch. Aber das kann doch nicht sein. Niemand kommt zweimal auf diese Insel. Verdammt, was soll das? Es reicht, Liebling. Gar nichts reicht. Lass mich los, Peter. Doran, Sie widerliches Scheusal. Sie haben uns damals absichtlich in eine Falle geschickt. Wegen Ihnen musste mein Vater und der Matrose Jim mit dem Leben bezahlen. Sie bringen uns sofort von hier weg, sonst gnade Ihnen Gott. Keine Sorge, er wird uns kein zweites Mal überlisten. Bleiben Sie mir vom Leib und gehen Sie aus dem Weg. Ich muss mir neuen Knoblauch holen. Und ich habe niemanden getötet, schon gar nicht Ihren Vater. Auch wenn ich mir so wenigstens sein ständiges Gerede über Sachen ersparen würde, die ich sowieso nicht verstehe. Ach, ich bin nur ein alter, einfacher Mann. Professor Dark lebt? Sind Sie da absolut sicher? Wer sind Sie überhaupt? Das könnte ich Sie auch fragen. Aber es interessiert mich nicht. Reisende kommen und sind bald vergessen. Das war schon immer so. Ich bin Doran. Der alte Doran. Er ist ein Diener Draculas, kümmert sich um das Schloss und fertigt die Särge an. Sie haben sie ja draußen gesehen. Haben Sie den Mann nicht gehört, Eleanor? Ihr Vater lebt. Sie müssen ihn damals hier versehentlich zurückgelassen haben. Mein Vater ist tot. Untot. Er ist ein Vampir. Glauben Sie mir doch, Professor. Ich habe gewusst, dass ich ihn wiedersehe. Im Traum hat er es mir gesagt. Und jetzt ist es wohl soweit. So, so. Sie sind also der Diener des Grafen.
Na, dann können Sie uns ja den Weg zum Schloss zeigen. Ich hätte da etwas Geschäftliches mit Ihrem Brötchengeber zu besprechen. Der Graf erwartet Sie bereits, Herr Fischer. Sie und Ihre reizende Begleitung, wo ist denn hier bloß? Gerne werde ich Ihnen den Weg... Was soll das? Wer von euch Taugenichtsen hat sich an meinem Knoblauch vergriffen? Der Schrank war noch so gut gefüllt mit Knoblauchknollen. Und jetzt? Ach, wo habt ihr sie versteckt, Verfluchte? Sagt es mir sofort. Bitte sagt es mir. Ich gebe euch auch etwas ab. Ein bisschen, na gut, 1, 2, 10 pro Person. Aber redet endlich. Keiner von uns riecht nach Knoblauch. Vielleicht werden Sie ja vergesslich, alter Mann. Wozu brauchen Sie den Knoblauch, Doran? Glauben Sie etwa an Vampire? Ach, na ja, ich sag's ja, ich bin ein einfacher alter Mann. Nicht so wie Sie und dieser Professor Dark. Der bringt meine Ohren zum Klingen, wenn er den Mund aufmacht. Und jetzt, ohne meinen Knoblauch, will ich nur weg von hier. Ich weiß, wie wir von dieser Insel fliehen können, aber... Dazu brauche ich Ihre Hilfe. Hören Sie nicht auf ihn, Professor. Er ist ein hinterhältiger Betrüger. Das letzte Mal hat er uns erzählt, es gäbe Räume im Schloss, die durch das Kreuz Christi geschützt wären. Eine tödliche Lüge. Nirgendwo hing ein Kreuz und die Vampire sind über uns hergefallen. Aber jetzt ist alles anders. Ich möchte diese Insel auch verlassen. In den Kellern des Schlosses gibt es... den versteckten Eingang zu einem Tunnel, der direkt zum Festland führt. Dracula benutzt ihn so selten, dass er inzwischen nur schwer zugänglich ist. Aber mit vereinten Kräften müssten wir die Hindernisse aus dem Weg räumen können. Es sind ja junge, kräftige Männer unter uns. Und je früher wir zum Schloss kommen, desto eher können wir damit anfangen. Also? Ich glaube Ihnen kein Wort. Ben, sag doch auch was. Ich will den Grafen sowieso aufsuchen. Wenn die anderen durch dunkle Tunnel kriechen wollen, ist das ihre Sache. Vielleicht triffst du ja im Schloss deine kleine Freundin wieder. Was meinst du, Chris? Sie ist nicht meine... Gerne möchte ich diese Insel verlassen und mit gottesfürchtiger Verstärkung zurückkommen, um die Vampire auszumerzen. Du bist ein guter Junge, Christopher. Aber zuerst suchen wir nach ihrem Vater, Eleanor. Und dann können wir diese seltsame Gruppenhysterie hoffentlich endlich hinter uns lassen. Eine aufgewühlte und äußerlich um Fassung bemühte Gruppe machte sich schließlich unter Dorans mürrischer Führung auf den Weg zum Schloss des Grafen Dracula. Dieses Mal schien die Zeit auf ihrer Seite zu sein. Es war noch früher Morgen und Doran wusste genau, wo der Tunnel zu finden war, der sie zum Festland führen und damit in Sicherheit bringen sollte. Doch keiner der Gruppe schien das größte Hindernis mit eingeplant zu haben. Die Gefahr aus der eigenen Reihe. Willkommen auf Schloss Dracula. Folgen Sie mir einfach in den Keller. Wenn wir jetzt mit dem Graben anfangen. Aber nicht doch, Alterchen. Ich will zum Grafen. Wo finde ich ihn? Professor Dark? Sie haben gesagt, er wäre hier. Ihr habt sie doch wohl nicht alle. Ich dachte, wir wollen fliehen. Wisst ihr was? Rutscht mir den Buckel runter. Ich schaff's auch alleine. Doran, so warten Sie doch! Der Alte läuft wie ein Wiesel. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er ohne uns verschwindet. Aber ich dachte, er braucht uns. Ich habe Ihnen doch gesagt, man kann ihm nicht trauen. Was machen wir jetzt nur? Aufteilt. Es ist ja noch Tag. In spätestens einer Stunde treffen wir uns wieder hier in der Halle. Wenn wir Doran bis dahin nicht gefunden haben, sehen wir weiter. Ein guter Plan.
Ich werde mit Eleanor nach einer Küche Ausschau halten. Und es wäre schön, wenn wir unseren Durst stillen könnten. Und vielleicht finden wir ja sogar etwas zu essen. Ich denke, hier oben droht uns keine Gefahr. Auch wenn er Ihnen egal zu sein scheint. Ich suche nach Ihrem Vater, Eleanor. Es gibt keinen Grund, ohne ihn zu gehen. Okay, dann bis in einer Stunde. Schnell! Meine Absätze! Siehst du das, Ben? Alle Fenster sind mit schwarzen Gardinen verhängt. Wenn hier nicht überall Kerzen brennen würden, könnte man nichts sehen. Das ist unheimlich. Ich will zu den anderen. Das lässt du mal schön bleiben. Deine Reize könnten sich hier noch als geschäftsfördernd erweisen, du verstehst? So zurückgezogen wie dieser Dracula hier haust, bekommt er sicher nicht alle Tage eine Frau deines Kalibers zu Gesicht. Und die Gardinen? Na, vielleicht hat der Graf ja eine Sonnenallergie. Du weißt doch, der siechende Hochadel und seine Erbkrankheiten. Auch blaues Blut ist dicker als Wasser. Ich begrüße Sie, Herr Fischer. Es freut mich, dass Sie dieses Schloss betreten haben. Und natürlich auch Sie, schöne Frau. Eine ausgesprochen attraktive Erscheinung, die ich bisher nur aus der Ferne betrachten konnte. Graf Dracula, nehme ich an. Oh, es freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, werter Herr Fischer. Folgen Sie mir bitte. Sie natürlich auch, Fräulein. Marie Bjerklund. Angenehm, Herr Graf. Eine Skandinavierin. Wie erfreulich. Schwedin, Herr Graf. Es ist mir eine Ehre, liebe Marie. Ihr Anblick entzückt mich. Also, meine Freunde, was haben Sie mir für einen geschäftlichen Vorschlag zu unterbreiten? Woher wissen Sie? Ich bin der Herr dieser Insel. Der gut unterrichtete Herr, dem nichts entgeht. Marie Bjorklund erschauerte unter dem taxierenden Blick aus Draculas unergründlichen Augen. Benjamin Fischer hingegen glaubte, den Grafen durch seine flammende Rede in seinen Bann geschlagen zu haben. In Wahrheit fixierte der Vampir die pulsierende Halsschlagader an Maries perfektem Schwanenhals. Ich sehe, dass es Ihnen ernst und wichtig ist, Herr Fischer. Dennoch muss ich Ihr großzügiges Angebot leider ablehnen, mein Freund. Die Kunstmenschen gehören mir und dabei bleibt es. Mit Verlaub, Herr Graf. Ihre Haltung ist ein typisches Beispiel dafür, dass der Adel im 20. Jahrhundert mehr und mehr an Macht und Bedeutung verlieren wird. Menschen wie ich werden die zukünftigen Geschicke dieser Welt in Wirtschaft und Politik besser zu lenken vermögen. Sehen Sie, mir wurde weder Wohlstand noch Rang in die Wiege gelegt. Hart habe ich mich nach oben gekämpft. Viele sind auf der Strecke geblieben. Aber das macht nichts, denn nur die Stärksten überleben. Nur die sind bereit, alles für ihre Ziele zu geben. Ich habe noch immer alles bekommen, was ich wollte. Das wird sich hier und heute sicher auch nicht ändern. Es ist stets nur eine Frage des Preises. Das wissen wir beide doch genau. Das mag schon sein. Aber was ist es, das Sie wirklich wollen, mein Freund? Ich verstehe nicht recht, Herr Graf. Das habe ich Ihnen doch gerade lang und breit... Nein, das haben Sie eben nicht. Was versprechen Sie sich denn eigentlich durch diese Machtvergrößerung? Worum geht es Ihnen wirklich? Ich weiß es. Unsterblichkeit. Sie wollen sich in der Geschichte verewigen. Was wäre aber, wenn ich Ihnen etwas bedeutend Besseres anzubieten hätte? Und der Preis wäre wesentlich geringer als Ihr halbes Vermögen. Geld hat für mich keine Bedeutung. Ja, ich weiß zwar nicht, wohin das führen soll, aber Sie machen mich neugierig, Herr Graf. Wie gesagt, Unsterblichkeit. Aber nicht die abstrakte Unsterblichkeit in zukünftig eingestaubten Büchern oder auf vergilbten Fotografien mit bedeutenden Persönlichkeiten. Ich meine wirklich das physische, ewige Leben, das ich Ihnen hier und jetzt geben kann. Sie würden nicht mehr altern, hätten Fähigkeiten, von denen Sie bisher nicht einmal zu träumen wagten.
Also gut, jetzt haben Sie mich herausgefordert. Das ewige Leben. Ja, aber sicher doch. Und was soll ich dafür bezahlen? Sie. Wie bitte? Sie überlassen mir Ihre bezaubernde Marie und Ihren wunderschönen Hals. Ich darf Sie zur Ader lassen und mir nehmen, was mir beliebt. Danach erhalten Sie das ewige Leben. Was halten Sie von diesem Geschäft? Nein, das wirst du doch nicht zulassen. Ach, stell dich nicht so an. Du hast das schon ganz andere Spielchen mitgemacht. Du warst doch nie prüde. Lassen wir dem Herrn Grafen doch seinen Spaß. Nein, nein, bitte, bitte, bitte nicht. Nein. Das war unmenschlich. Was für ein Wort aus Ihrem Mund. Die Schwachen bleiben auf der Strecke. Ich dachte, da wären wir uns einig. Das kleine Schauspiel hat Ihnen doch gefallen. Mir müssen Sie nichts vormachen, mein Freund. Sie sehen durstig aus. Setzen Sie sich. Ja, setzen Sie sich auf dieses bequeme Sofa. Gleich erhalten Sie Ihren verdienten Lohn. Na gut. Das Sofa sieht recht bequem aus. Guten Abend. Dracula! Du Bastard! Keine Angst, es ist gleich vorbei. Ich sagte doch, Sie bekommen Ihren verdienten Lohn. Nur eben nicht so, wie Sie gedacht haben. Aber Sie erlangen Ihre Unsterblichkeit. In Ruhe! Nein! Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe zu tun. Hilfe! Nein! Oh mein Gott! Doran? Wo sind Sie? Kommen Sie heraus! Christopher Cushings Finger verkrampften sich um das Holzkreuz. Er wusste nicht mehr, wie lange er schon durch die scheinbar menschenleeren Gänge und Zimmer des Schlosses gestreift war und ob er überhaupt den Weg zurück in die Eingangshalle finden würde. Doch seltsamerweise war es ihm egal. Seine Anspannung war anderer Art, auch wenn er es sich noch nicht eingestand. Du? Gladys? Es ist doch noch Tag. Ich dachte, ihr Vampire kommt nur bei Nacht aus euren Verstecken. Siehst du nicht die schweren Vorhänge vor den Fenstern? Im Schloss können wir uns frei bewegen, wann immer wir wollen. Ich suche Doran. Hier, in den oberen Stockwerken? Der sollte euch doch in die Keller locken. Gib's doch zu, du suchst nach mir. Ich? Nein, wie käme ich dazu? Höchstens, um deiner Seele ihren Frieden zu geben. Ihr Vampire gehört vom Antlitz der Erde getilgt. Deine Worte sind wie scharfe Messer. Doch du sagst nur das, was du glaubst, sagen zu müssen. In Wirklichkeit denkst du ganz anders. Du sehnst dich nach mir. Nach meiner Nähe. Meinen Lippen. Halte mich. Und du wirst erleben, dass es überhaupt nicht wehtut. Aber lege zuvor das Kreuz zur Seite. Du bist ein wundervolles Mädchen. Ich halte das Kreuz weg, aber ich lege es nicht aus der Hand. Versuch mich also nicht hereinzulegen. Ganz wie es dir gefällt, Christopher. Du kannst mir vertrauen. Komm ruhig her. Ich beiße nicht, wenn du nicht willst. Spürst du es? Es fühlt sich doch gut an, findest du nicht? Du bist so schön. Das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Mich kannst du auch berühren, nur keine Scheu. Na, siehst du? So schüchtern bist du doch gar nicht. Unser Dienstmädchen hat mir ein paar Dinge gezeigt, aber das hier ist etwas ganz anderes. Oh ja. Oh ja, das fühlt sich gut an, was du da mit meinem Nacken machst. Wusste ich doch, dass es dir gefällt. Das mögen sie alle. Ah!
Vergeblich suchten Peter Greist und Professor Brighton in den verzweigten düsteren Kellergängen und Gewölben des Schlosses nach einer Spur Dorans. Doch der Diener Draculas blieb wie vom Erdboden verschluckt. Danke für Ihre Hilfe, Peter. Aber ich finde es äußerst befremdlich, dass Sie Eleanor der Obhut dieser seltsamen Frau anvertraut haben. Wie war doch gleich Ihr Name? Ich dachte, wenn die Frauen im Erdgeschoss nur nach einer Küche suchen, droht ihnen wohl, wie die Dame sagte, die geringste Gefahr. Aber wenn Sie meinen, dass Sie alleine hier unten zurechtkommen, dann werde ich rasch nach Eleanor schauen. Eine Kerze aus Ihrem Leuchter wird mir reichen. Ich habe mir den Weg nach oben gut eingeprägt und werde auch nach den anderen Ausschau halten. Ja, tun Sie das. Ich denke, hier ist nichts von ihm zu sehen oder zu hören. Und ich werde gleich nachkommen. Ich weiß eh nicht, was wir hier wirklich finden sollen. Wir sollten uns bald sammeln und gemeinsam überlegen, wie wir von der Insel kommen. Ruhig, Blut. Für all das hier wird sich eine logische Erklärung finden. Das glaube ich kaum, verehrter Kollege. Professor Dark? Ja, Sie sind es wirklich. Man sagte mir, Sie seien tot, aber ich hatte es nicht geglaubt. Wie wird sich Eleanor freuen, Sie gesund und munter wiederzusehen? Sie sind ein Ignorant, Professor Brighton. Sie sehen nur, was Sie mit Ihrem begrenzten Verstand wahrzunehmen imstande sind. Meine langen, spitzen Eckzähne können Sie ja wohl schlecht verleugnen, oder? Wir befinden uns hier nicht auf dem Kongress in Venedig, wo Sie und Ihresgleichen sich in trügerischer Überlegenheit wiegen und diejenigen, die an die Existenz des Teufels und seiner Heerscharen des Bösen glauben, mit Hohn und Spott überziehen können. Ach was, nehmen Sie das alberne Gebiss heraus, Professor Dark. Nur weil ich Ihre Thesen entschieden ablehne, heißt das nicht, dass ich Sie nicht als würdigen Gegenspieler respektiere. Wissenschaft lebt von der Auseinandersetzung. Aber was Sie Ihrer Tochter mit Ihren kruden Vorstellungen angetan haben, das verurteile ich aufs Schärfste. Meine liebe Eleanor, sie hat mich hier einfach zurückgelassen, ohne mir Lebewohl zu sagen. Aber sie ist mein einziges Kind. Da will ich mal nicht nachtragend sein. Ich danke Ihnen, Brighton, dass Sie Eleanor auf die Reise eingeladen haben. Ohne Sie wäre der geniale Plan des Grafen gar nicht erst in Bewegung gekommen, der Ihr Flugzeug zu uns gebracht hat. Die Vampire brauchen frisches Blut. Und wir brauchen solche klugen Köpfe wie Sie in unseren Reihen. Bleiben Sie weg von mir, Dark. Sie müssen ja völlig den Verstand verloren haben. Aber in Ihrem Wahn müssten Sie ja reagieren, wenn ich Ihnen dieses Holzkreuz auf die Stirn drücke. Aber das kann doch nicht... Verdammter Bastard! Das werden Sie mir büßen! Ja, laufen! Laufen Sie nur! Aber Sie werden von dieser Insel nicht mehr entkommen. In spätestens einer Stunde kommen Sie freiwillig zu mir zurück. Das ist auch nicht die Küche. Nein, es ist das Zimmer, das auf dich gewartet hat, Eleanor. Ein unbeschreibliches Grauen nahm von Eleanor Besitz, als sie bis in die letzte Faser ihres Körpers die eiskalte Gewissheit packte, dass sie gerade dabei war, den dunklen Raum aus ihren Träumen zu betreten. Nein, Ich will da nicht hineingehen. Lassen Sie mich los! Ah, da seid ihr beiden ja. Ich habe euch schon überall im Schloss gesucht. Oh, Peter, du kommst gerade im richtigen Augenblick. Bitte hilf mir, diese Frau. Ja, was ist mit dir? Sie hat irgendetwas Furchtbares mit mir vor. In diesem Zimmer. Ich weiß es genau. Ist es denn schon soweit? Sie warten bereits alle auf uns. Na dann... Nein, nein, lasst mich, Peter!
Was ist denn nur in dich gefahren? Peter! Oh Gott, nein! Sein Name dringt nicht durch diese Mauern. Hier herrscht ein anderer. Hör auf, dich zu wehren. Du wirst ihm nicht entgehen. Oh, Peter, das kann doch alles nicht wahr sein. Nicht du! Oh, doch. Die nackte Todesangst verlieh Eleanor ungeahnte Kräfte. Bevor es die geheimnisvolle Fremde oder Peter Greist verhindern konnten, riss sie sich mit einem heftigen Ruck aus der schraubstockartigen Umklammerung ihres Mannes, der von ihrer Befreiungsaktion völlig überrumpelt wurde und ins Straucheln geriet. Eleanor handelte instinktiv und hätte später nicht mehr sagen können, wie der schwere Kerzenständer in ihre Hände gekommen war, mit dem sie um sich schlug und mit einem harten Schlag Peter Greist am Kopf traf. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Peter, ein künstlicher Mensch? Ich begreife es nicht. Das kann doch unmöglich sein. Mein Peter, ein Homunculus. Aber wieso habe ich nichts gemerkt? Absolut gar nichts. Oh, mein armer Peter, wann haben sie dich geholt? Wann haben sie dich mir entrissen? Oder warst du schon immer? Oh nein, mein Schatz. Sie haben mich erst gestern während der Wache geholt. Obwohl, im Band des Grafen befinde ich mich schon lange. Was? Aber ja, du. Als ich die Hütte kurz verlassen hatte, haben sie mich bis auf den letzten Tropfen ausgesaugt und in einen der ihren verwandelt. Da konnte ich mich ja schlecht weiter unauffällig bei Tag unter euch bewegen. Der Graf liebt seine Spielchen, aber das wird dir dein Vater sicher besser erklären können. So ein Jammer, aber es sieht so aus, als hättest du meine Kopie in den Kunstmenschenhimmel geschickt. Du hast vielleicht Temperament entwickelt. Mein Vater, du, alle Menschen, die mir etwas bedeuten, sind der Dunkelheit zum Opfer gefallen. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Bitte, Peter, bitte beiß mich. Mach mich auch zu einer von euch. Das wird dir hübsch bleiben lassen, denn du gehörst dem Grafen. Du gehörst Dracula, Eleanor. Und wenn er dein Blut getrunken hat, werde auch ich seinen Kuss empfangen können. Ich warte schon so lange darauf, kann an nichts anderes mehr denken. Ich verstehe nicht. Das kannst du auch nicht verstehen, Schwester. Mein Mann dachte, er hätte Dracula in seinem Schloss vernichtet. Aber Draculas Dienern, den Zigeunern, gelang es, ihn zurückzuholen. Doch seine drei Vampirbräute, die er ebenfalls gepfählt hatte, blieben vernichtet. Unbarmherzig hatte mein Mann den Dreien, wie auch Dracula selbst, Eichenpflöcke durch ihre Herzen getrieben und damit mein Schicksal besiegelt. Denn Dracula hatte mich bereits damals gebissen. Und ich war nur so lange gerettet, bis er zurückkehrte. Mein Geist war zu schwach, um sich seinen Befehlen zu widersetzen. Nach und nach brach er meinen Widerstand. Denn seine Macht überwindet jede Entfernung, dringt in jedes Haus, jeden Verstand. Ganz gleich, ob man sich in den Gebirgstälern der Karpaten oder weit weg in einer pulsierenden Großstadt wie London aufhält. Dracula ist wieder auf Brautschau. Und er ist sehr wählerisch. Er könnte jede haben, und gerade das macht es so schwer. Du meinst, er will, dass wir die Nachfolge seiner Bräute antreten, nur weil wir ihm erfolgreich entkommen konnten? Oh ja, Schwester. Ich glaube, wir beide können uns nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie süß ihm unser Blut schmecken wird. Und die dritte? Du sagtest doch, es waren drei Vampirbräute. Vergiss die Freundin des Industriellen nicht. Sie hat er bereits zur Vampirin gemacht. Sie ist wirklich eine außergewöhnliche Schönheit. Aber das ersetzt kaum den erlesenen Kitzel, den er sich mit unserer Eroberung geleistet hat.
Oh, dieser hungrige Glanz in seinen Augen, Eleanor. Du und ich, wir sind sein wahrer Triumph. Geh jetzt ruhig zu ihm. Er erwartet dich. Nur keine Scheu, Eleanor. Es tut fast nicht weh, wenn er dir seine Zähne in den Hals schlägt. Koste es aus. Lass dich einfach in den roten Strudel fallen. Ich bin so stolz auf dich, mein Kind. Vater! Meine Tochter. Eine Braut Draculas. Wenn das die Herren in Venedig wüssten... Komm zu mir, Eleanor. Zeig mir deinen schönen, weißen Hals. Du zitterst ja. Ich werde dir jede Angst nehmen. Und deine reine Seele. Dafür schenke ich dir ewige Jugend und die unendlichen Freuden der Finsternis. Wie du mir bald zustimmen wirst, ein fairer Tausch. Eine Frau wie du, Eleanor, wird nie dursten müssen. Sei dir dessen gewiss. Sträub dich nicht länger und empfange meinen Kuss. Ja, Dracula, küsse und hole mich zu den anderen. Die anderen? Sind ja bald völlig gleichgültig. Denn du gehörst zu mir. Wie Marie Björklund ihr geraten hatte, gab sich Eleanor Greist ganz dem rauschhaften, alles betäubenden Strudel hin, der ihr ängstliches, zweifelndes, liebendes und heiteres Wesen mit sich fortriss und sie erst wieder als eine ganz andere freigeben sollte, die nur noch äußerlich an die reizende Professorentochter erinnerte, deren Schicksal von dem Tag an besiegelt war, als sie ihren Vater an Bord der Santa Maria begleitet hatte, die vor der Küste Transsilvaniens in einen Sturm geraten war. Zunächst konnte er sein Glück nicht fassen. Unbehelligt gelang Professor Brighton die Flucht aus dem Schloss Draculas. Niemand hielt ihn auf. Und so hoffte er, den Weg zurück zu Dorans Hütte finden zu können, um dort wieder zu kräften und einem klaren Kopf zu kommen. Erst als er durch den dunklen, regengepeitschten Wald lief, dämmerte ihm, dass er Eleanor und die anderen ihrem Schicksal überlassen hatte. Doch bevor ihn sein schlechtes Gewissen überwältigen konnte, wurde er bereits von einem Rudel ausgehungerter Wölfe gejagt. Was blieb ihm also anderes übrig als die Rückkehr zum Schloss, wo er schon erwartet wurde? Da sind Sie ja wieder, werte Kollege. Ich habe die Wette gewonnen. Für genau 58 Minuten hatten Sie uns verlassen. Zeit genug für mich, um der Hochzeit meiner Tochter mit dem Grafen Dracula beizuwohnen. Sie erleben mich also bei bester Laune. Ich verfluche Sie, Dark. Aber. Und das von einem Mann der Wissenschaft. Kommen Sie, Brighton. Ich will Ihnen was zeigen. Willkommen in unserem Reich, Herr Kollege. Unserem Reich? Dies ist Draculas Labor. Und es steht uns für unsere Forschungen und Experimente jederzeit zur Verfügung. Außerdem werden hier, und das dürfte Sie besonders faszinieren, die künstlichen Menschen gefertigt. Sehen Sie sich ruhig um und lassen Sie sich Zeit. Falls Sie jedoch wieder auf dumme Gedanken kommen sollten, schauen Sie mal kurz zu Ihrer Rechten. Wir haben Gesellschaft. Aber das ist doch Trilling, unser Pilot. Ich dachte, er wäre im Cockpit des Flugzeugs zerschmettert worden. Den anderen Mann kenne ich aber nicht. Ein alter Bekannter von mir.
Kapitän Humunk. Ein kleiner Scherz. Er heißt natürlich nicht wirklich so. Seine Kopie hat unser Schiff vor der Insel Draculas stranden lassen. Er selbst ist natürlich ein Vampir, genau wie ich. Und ihr Pilot. Selbstverständlich war er nicht an Bord, sondern ein Homunculus, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten war. Ja, aber... wir... Soll ich Sie jetzt wirklich schon mit Details langweilen, Brighton? Wir haben doch endlos viele Nächte zum Fachsimpeln vor uns. Nur so viel. Der innere Mechanismus ist eigentlich erschreckend einfach. Die äußere Erscheinung, das täuschend echte Auftreten, die perfekte Symbiose aus schwarzer Magie und Wissenschaft, Kollege. Wir können nur diejenigen künstlich nachbilden, deren Seelen bereits dem Grafen gehören. Das ist der einzige Wermutstropfen. Aber irgendwann werden wir bis in die hohe Politik vordringen. Mit dem großindustriellen Fischer ist ja schon ein vielversprechender Anfang gemacht. Und das ist längst nicht alles. Welch glorreiches neues Jahrhundert! Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich bei diesem kranken Wahnsinn mitmachen werde. Wenn ich jetzt glauben würde, was Sie da erzählen, dann bereiten Sie hier ja nicht weniger als den Untergang der Menschheit vor. Aber nicht doch. Das wäre sehr unklug. Wovon sollten wir Blutsauger dann leben? Die Weltordnung ein bisschen umkrempeln, in unserem Sinne, das ja. Ach, was hätten Sie und ich für einen Spaß, wenn wir das den Herren in Venedig erklären würden. Mir wird schlecht. Ich bitte Sie. Im Herzen sind Sie in erster Linie Wissenschaftler. Und der Graf ist ein Freund der Wissenschaft. In seinen Diensten können wir ohne Schranken forschen und Wissen erlangen, das uns anderenorts niemals zugänglich gemacht werden würde. Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht reizt. Auch wenn das in Ihrem Fall ein gravierendes Umdenken voraussetzt, denn Ihr Verständnis von Realität dürfte auf dieser Insel schnell an seine Grenzen stoßen. Und Sie denken wirklich, ich will für alle Ewigkeiten in diesem goldenen Kerker für Vampire und Verrückte gefangen bleiben? Das liegt ganz an uns. Nur der Graf vermag diese Insel nach Belieben zu verlassen. Wir sind zu viele und der Seeweg als einziges Transportmittel zu riskant. Sie und ich und weitere kluge Köpfe, wir könnten an einer Lösung arbeiten, die es uns erlaubt, zwischen Insel und Festland zu pendeln und so unsere Heerscharen schneller zu vermehren. Professor Dark, ich hätte Sie mit dem Kreuz vernichten können, nicht wahr? Leider habe ich es auf der Flucht vor den Wölfen verloren. Ja, das hätten Sie. Aber Sie haben es nicht getan. Und falls Sie immer noch mit dem Gedanken liebäugeln, einige von uns würden Sie vielleicht überwinden, aber niemals die gesamte Übermacht an Vampiren. Also machen Sie jetzt bitte Ihren Hals frei. Uns dürstet. Wir können unser Gespräch auch nachher fortsetzen, wenn Sie die Welt mit anderen Augen sehen werden. Ja, uns dürstet. Vater! Eleanor! Wir haben Durst, Professor. Und ihr seid noch immer nicht so weit? All die Jahre haben sie nichts getan, außer mich als Objekt für ihre stümperhaften Versuche zu missbrauchen. Eleanor! Das kann nicht ihr Ernst sein. Doch, es ist sogar mein voller Ernst, Professor. Eleanor! Fast hätte ich ihn so weit, sich uns anzuschließen. Fast? Reicht nicht. Haltet ihn! Aber gerne doch! Mit dem größten Vergnügen! Lasst mich! Nein! Hast du etwa Angst? Nein, so nicht! Nein! Wohin so eilig? Als gäbe es eine Alternative, Professor. Wehren Sie sich nicht! Es ist das Beste für Sie. Nein! Ich appelliere noch einmal an Ihren Forschergeist. Bedenken Sie, welche Möglichkeiten Ihnen offen stehen werden. Genug. Kein Ausweg. Nein, kein Ausweg. Also gut. Ich gehe.
Liebe mich geschlagen. Neue Säge. Und an wem bleibt die ganze Arbeit wieder hängen? Gut Ding will Weile haben. Ich habe auch nur zwei Hände. Ich habe dir doch gesagt, nimm dich in Acht, dass du dich nicht schneidest, alter Freund. Auf dieser Insel ist so etwas gefährlicher als anderswo. Oh, Graf Dracula. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch wach sind. Hinterm Schornstein sieht man schon das Morgenrot. Oder das, was der Nebel davon durchlässt. Ich wollte sehen, wie du so vorankommst. Unsere neuen Freunde warten auf ihre Schlafgelegenheiten. Herr, ich weiß, ich stehe tief in ihrer Schuld. Sie haben mich damals vor dem Lynchmob bewahrt, der mir den Strick schon um den Hals gelegt hatte. Aber ich werde auch nicht jünger. Das Schloss sauber halten, neue Särge zimmern, die Insel bei Tag bewachen. Das schaffe ich langsam nicht mehr alleine. Könnten Sie nicht? Ich meine, ich bin einsam und könnte eine helfende Hand gebrauchen. Am liebsten die einer Frau. Ich weiß, mein Äußeres würde Sie zunächst abstoßen, aber mit der Zeit und in der Abgeschiedenheit würde sie sicher Vertrauen fassen können. Hältst du das wirklich für eine gute Idee, mein Freund? Glaubst du, ich könnte dir eine Frau anvertrauen? Bedenke, was dich einst in Schwierigkeiten gebracht hat. Da war ich noch jünger und unbeherrschter. Sie haben mich Demut gelehrt und Dankbarkeit. Dann sei dankbar für das, was du hast. Dein Leben unter meiner Protektion. Eine sinnvolle Aufgabe. Ein eigenes Heim. Aber gut. Ich werde mir dein Anliegen durch den Kopf gehen lassen. Hoffentlich stehen die Särge bis zum nächsten Morgengrauen bereit. Es wird Zeit für mich zu ruhen. Ich gebe mein Bestes, Herr. Ich gebe mein Bestes. Ich wünsche einen erholsamen Schlaf. Bis dann, mein Freund. Ich will doch nur ein bisschen Wärme. Kann er das nicht verstehen? Doran war ein einfacher Mann. Doch in diesem Moment begriff er, dass auch er nur ein Gefangener dieser Insel war. Und noch viele nach ihm in seine Fußstapfen als Diener Draculas treten würden. Während der Graf auch weiterhin die Jahrzehnte, Jahrhunderte überdauern und weitere ahnungslose Opfer auf seine unsichtbare Insel locken würde. Im Verborgenen lauernd. Stets die Schicksalsfäden in der Hand. Wie eine Spinne im Netz. Willkommen auf Draculas Insel. Hahaha.